Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Atlantis von Flair in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Atlantis von Flair, das Ganze am 21. März erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 16. Soloalbum von Flair. Das Ganze, wie gesagt, schon Ende März erschienen. Box und Bundle zu diesem Album habe ich euch ja bereits vorgestellt. Und jetzt, Anfang Juni, war es endlich soweit. Auch die Vinyl ist endlich erschienen. Wir werden als erstes mal die Folie öffnen, die Folie abmachen. So, dann schauen wir uns das mal an. Das Ganze kommt hier in einem Gatefold zum Aufklappen. So, und zwar haben wir hier eine Vinyl mit dem Cover, das wir schon kennen. Also Flair hier in der Waschstraße, hinter ihm der weiße Mercedes. Allerdings gibt hier noch ein bisschen mehr zu sehen, mehr Detailarbeit als auf dem ursprünglichen Cover. Denn, wenn wir das hier mal etwas ins Licht halten, etwas kippen, ich hoffe, ja, oh ja, hier oben, lesen wir einmal riesengroß den Schriftzug Flair und hier dann tatsächlich auch noch Atlantis, hier so zentriert in der Mitte. Und links gibt es dann noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Und ja, diese Schrift, die kommt hier wirklich nur im Licht wirklich zur Geltung, ansonsten könnte man die glatt übersehen. Finde ich echt schön gemacht, hier so diese Detailarbeit. Flair Atlantis Maskulin mit der Katalognummer. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 16 Tracks sind hier mit drauf, insgesamt 5 Features. Wir haben hier Features mit dabei von Summer Jam, Gringo, Sierra Kid, Sido, Farid Bang. Und auch hier gibt es jede Menge Details, denn wir haben hier nicht nur die Uhr von Flair, die Patek Philippe und seinen schwarzen Ärmel, sondern wir haben hier auch jede Menge Logos des Labels, also das klassische Maskulin M hier, all over, auch hier wieder in dieser, ja, mehr oder weniger Holo-Optik, nur im Licht wirklich sichtbar. Oben rechts ist der Barcode, darunter die Labels, die Beteiligten. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So sieht das Ganze hier von innen aus. Hier sehen wir eine Szene, ja, es ist die Waschstraße der Mercedes hier, eingeschaumt und gerade am Reinigen. Auf der linken Seite die Credits zum Album. Hier alle Beteiligten, alle involvierten Personen. Auf der rechten Seite die Tracklist, leider echt schwer zu lesen, es ist so ganz dünnes Weiß. Und hier auch entsprechend die Aufteilung auf die A, B, C und D Seite, auf die beiden Vinyls. Dann schauen wir mal rein. Als erstes holen wir uns die Vinyls raus. Mehr ist hier in der ersten Tasche nicht drin. Und in der zweiten Tasche natürlich auch noch eine Vinyl, ebenfalls in schwarzer Hülle. Und hier, nein, also Downloadcode oder CD ist hier nicht weiter drin. Dann packen wir die Vinyl mal zur Seite, das Gatefold. Und dann starten wir mit der ersten Vinyl. Das ist diese hier. So, hier haben wir die A-Seite. Schwarze Papierhülle und die Vinyl nicht in schwarz, sondern tatsächlich in weiß. Jawohl, so sieht das aus. Die ersten 4 Tracks. Also, nachdem wir hier 16 Tracks auf dem Album haben, gehe ich mal stark davon aus, dass man das 4-4-4-4 aufgeteilt hat. Features sind hier auch mit angegeben in der Mitte. So sieht das aus. Und dann haben wir hier noch dieses alternative Design hier von Atlantis mit dieser roten Qualle hier auf dem schwarzen Untergrund. Das ist Vinyl Nummer 1. Und dann haben wir noch die zweite. Die kommt natürlich auch wieder in einer schwarzen Papierhülle. Und hier haben wir dann die zweite Vinyl, auch wieder in weiß. Das ist die C-Seite und das ist die D-Seite. Und wie erwartet haben wir hier dann auf jeder der 4 Seiten 4 Tracks, 16 gesamt. Jawohl, das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal, zweimal die weißen Vinyls hier
in den schwarzen Papphüllen, in den schwarzen Papierhüllen mit insgesamt 16 Tracks und 5 Features. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition Atlantis von Flair. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Flair unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.